Ja, herzlich willkommen. Wir haben mal wieder Samstag, heute den 30. April 2022. Und ja, wieder Verantwortungstreff. Brauche nicht viel zu sagen über den Sinn der Sache. Es gibt im korruptionsfreien Internetforum www.freie-argumente-kultur.de gibt es da ein Thread, in dem man nachlesen kann, was der Sinn der Sache ist und auch was schon bisher passiert ist oder was da auch diskutiert wird. Es sei nur so viel gesagt, also aus dem Strom des Lebens auftauchen, um sich die Frage nach dem Sinn und der Verantwortlichkeit des Ganzen so zu stellen. Und ja, da sind wir hier schon ein paar Mal erprobtes Team und machen das im Sinne des Redekreises, dass also jeder redet ein paar Minuten, dann wird das so regelmäßig weitergegeben an die anderen. Ja, das ist es. Und damit gebe ich für den ersten inhaltlichen Beitrag an den Dylan. Ja, jetzt muss ich umdrehen. Moment. Ja, jetzt müsste mich der Öffi wieder gut hören. Henning, mal kurz nicken, wenn du mich auch gut hörst. So, dann kommt mein erster Beitrag. Dann mache ich noch mal ein bisschen Bild dazu. So. Oh, nimm mal. Ja, da bin ich. Ja, also. Liebe ARD und ZDF-Zuschauerin, denn ich stelle mir jetzt gerade vor, das Wahlbündnis hat 10% gekriegt, Wahlbündnis ARD und ZDF-Öffnung für uns hat 10% bekommen und ich bin jetzt dran, dass ich da gerade auftrete und ich darf heute Abend in dieser Talkrunde mein Konzept vertreten, nämlich die GWO, die Gemeinwohlwirtschaftsordnung. Ich sage aber als erstes noch einmal, liebe Zuschauerinnen, das Problem ist, dass wir über Gehirnwäsche in der Marktwirtschaft immer erst kurz sprechen müssen. Es gibt lauter in der Marktwirtschaft, die Marktwirtschaft besteht zu 100% aus vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Sparten. Die mache ich jetzt mal ein Beispiel, damit man das gleich deutlich macht. Zum Beispiel, es gibt viele Leute, die mögen die Idee der Revolution, halten das für eine richtige politische Lösung und finden deswegen die GWO, die Gemeinwohlwirtschaftsordnung, nicht gut, weil sie die Revolution für sinnvoller halten. Dabei ist die Revolutionsidee ein vorteilbringender Irrtum von zwei oder drei Gruppierungen. Erstens ist es ein vorteilbringender Irrtum der Waffensparten, die nämlich in einer Revolution viel Geld verdienen können, weil dort werden Waffen konsumiert und verbraucht und deswegen neigen Waffensparten auch, kommt es zu stillen, leisen Evolutionsprozessen, die gar nicht bewusst ablaufen, dass die Waffensparten auch sozusagen eine Mentalität in der Gesellschaft auslösen mit diesen vorteilbringenden Irrtümern, die quasi so sagen, na ja, Gewalt und Revolution und die scheiß Reichen und so weiter und die zu töten ist gut, ne? Und dann breiten sich solche Ideen aus und am Ende profitiert die Waffensparte und hat den Vorteil, während alle anderen den Nachteil haben. Und zum Beispiel solche Ideen, diese vorteilbringenden Irrtümer, werden zum Beispiel auch von den Sozialsparten ausgebreitet. Denn wenn die Reichen getötet werden und die anderen Fähigen fluchtartig das Land verlassen, dann verwandelt sich das Land tendenziell in eine arme Gesellschaft. Und dann haben die Sozialspartler, die Betreuer von armen Menschen, viel zu tun und können große Karrierechancen, können sich ihnen eröffnen. Eine nächste Möglichkeit wäre noch, dass Leute, die vielleicht jetzt nicht als Sparte wirken, die aber vielleicht auch als Ersatzsparte wirken, nämlich viele Leute, die keine Chance in der Gesellschaft haben, die aber dann eben den Wunsch haben, vielleicht Diktator zu werden, so eine Art Stalin und Honecker zu werden, die
können natürlich auch sehr stark den vorteilbringenden Irrtum für Wahrheit halten und entsprechend verbreiten und ausbreiten, weil sie in einer gewaltsamen Revolution die einzige Chance hätten, selber Stalin oder Honecker zu werden, während sie über Können das nicht erreichen könnten. Also habe ich jetzt mal drei Gruppen genannt, die also vorteilbringende Irrtümer in unsere Köpfe bringen könnten, also auch in Sie, liebe ARD und ZDF-Zuschauer, wodurch Sie quasi Revolution für eine bessere Idee halten als GWO, Gemeinwohlwirtschaftsordnung. Und und das Problem ist, dass das nur leider nicht stimmt, sondern dass wir alle dadurch geschädigt werden durch diesen vorteilbringenden Irrtum, denn eine Revolution richtet nur Schäden an für die Masse der Menschen. Ne? Und ich deute nun mal schon mal an, was das bei der die Gemeinwohlwirtschaftsordnung sagt. Aha, wenn ich mal alle vorteilbringenden Irrtümer, die so rumschwirren, wegstreiche, dann bleibt der Mensch als ein egoistisches Säugetier übrig, das, wie die Bonobos zeigen, nur das Sozialsystem, also über die Gruppe friedlich ist. Die Orang-Utans zum Beispiel, die vergewaltigen Frauen. Warum? Da ist keine Gruppe drumherum, die das verhindern könnte und bestrafen könnte und sanktionieren könnte. Und deswegen gibt es bei Orang-Utans, obwohl sie mit uns ja auch ziemlich eng verwandt sind, ihre häufiger Vergewaltigungen. Ja? Aber bei Bonobos sind die nicht möglich, weil die Frauengruppe würde dann zum Beispiel solch einen Mann totschlagen oder vertreiben. Es piepst, ich mache nur noch kurz rund. Ja, das heißt also, der Mensch ist egoistisch, ein egoistisches Säugetier, kann aber durch soziale Systeme wie die GWO oder Kommunenleben oder Bonobo-Schenker-kommunistisches Leben, Bonobo-Schenker-kommunistische Gruppenehen dazu gebracht werden, sich ungewöhnlich friedlich zu verhalten. Das ist aber nicht durch einen Abbau des Egoismus zu erreichen, sondern nur durch ein Sozialsystem, das das Ganze, das Egoistische verhindert oder das Schädliche verhindert. Ja, dann gebe ich jetzt weiter. Der Henning kann sich schon mal bereit machen, kann mir auch vielleicht schon sagen, ob welches Bild er will. Ich muss nur die Technik jetzt umschalten. Brauchst du ein Bild, Henning? Ja, blende mal das ohne Bild ein, das mit der Lichtbewegung von der Galaxie. Das erste Bild war das. Da, halt, stopp, zurück, ein zurück, ein weiter, das andere, genau das. Genau, das ist also eine grafische Darstellung von unserer Galaxie. Auf der rechten Seite reicht dir die Größe oder soll ich was verstellen? Nö, das reicht erstmal. Ich erkläre das, was geschrieben steht. Wer dafür warte, du kannst mal nicht anfangen, denn die muss die Technik erst umschalten. Ne? Moment, das dauert immer eine Sekunde. Jetzt muss ich hier hingehen. Jetzt muss ich das nämlich ausmachen. Und in 3 Sekunden, Henning, kannst du loslegen. So, da haben wir es. Ich kann es sehen, dann können es auch die Zuschauer sehen. Das ist also gut. Also ich als Botschafter der physisch lebendigen Erde vertrete eigentlich nur die energetische Bewegung von Licht. Das heißt, ich vertrete keine Partei oder Ähnliches dergleichen, sondern beschreibe eigentlich nur die Kraft des Lebens. Und die Kraft des Lebens ist entstanden aus unserem Galaxiezentrum, also aus der Achse, was hier auf der Grafik zu sehen ist, in dem also Licht ausstrahlt. In der Bibel wird immer heiß diskutiert, am Anfang war das Wort, wobei Goethe in seinen Faust gesagt hatte,
dass er so eher mit dem Wort ein Problem hat. Und bevor überhaupt ein Wort entstehen kann, braucht es einen Mund, eine Zunge, ein Organ, das also diesen Laut überhaupt von Wort herausbringt. Und deswegen kann also das Wort nicht am Anfang gewesen sein, sondern etwas, das den Menschen oder ein wortsprechendes Organ erschaffen hat. Und da müssen wir auch wieder weiter zurückgehen, weil letztendlich ist alles Energie oder Licht aus einer Quelle, aus der Zentralsonne, die wir haben am Himmel, die wir auch sehen können. Und Licht bewegt sich immer spiralförmig in den Raum von der Quelle weg. An der Quelle ist das Licht energetisch immer Minus. Von der Quelle weg, also in den Raum hinein, wird es Plus. Deswegen haben wir auf der Grafik in der Mitte ein rotes Minus und auf der linken Seite ein blaues Plus. Das heißt also, Plus ist immer energielos, hat also keine Kraft. Und das Licht selber, wenn also morgens die Sonne aufgeht, das erfüllt uns dann mit Kraft und mit Energie, mit Wärme. Und wir Menschen sind also Wandlungswesen, indem wir also das Licht umwandeln in Form von Energie, in Form von Lebendigkeit. Ob wir da jetzt nun ein Wort draus machen, was wir sprechen können, oder ob wir uns auch auf einer ganz basischen Lichtkommunikation unterhalten können, so wie das Babys und Kleinkinder machen. Die unterhalten sich gar nicht mit der Sprache, sondern die unterhalten sich über die Lichtkommunikation, über Telepathie. Und dazu muss man, wenn man Telepathie verstehen will, muss man auch die Lichtbewegung verstehen. Und die Lichtbewegung ist die, dass also, wenn er so aus der Quelle heraus sich also spiralförmig der Lichtstrahl wegbewegt, dass auch ein Drehimpuls immer um die Achse ist. Deswegen haben wir, wenn wir die Galaxie betrachten, immer eine Spiralform. Und in dieser Drehung haben wir eine dritte Phase, wo Licht komprimiert, also sich zusammenzieht, verfestigt wird, also sichtbar wird, dann die Bewegung der Erde. Und das ist dann auf der linken Seite auf der Grafik, wo die Erde vom linken Rand jetzt wieder zur Bildmitte, zur Galaxie wandert. Weil also die Ära des Kali-Yugas, Kali heißt übrigens auch Spaltung oder, ja, Kali heißt Spaltung, und das Zeit der Spaltung ist im Grunde genommen vorbei und auch schon seit längerem, seit 1440. Und wir kommen jetzt in der Dwapara-Phase, wo also in der Aufwachphase, wo also quasi morgens die Sonne aufgeht für die Ära von 25.920 Jahren und nach 6.000 Jahren Schlaf, die wir hatten, beziehungsweise Schlaf, der war also unbewusstes Handeln, wo wir Bedingungen eingegangen sind, die jetzt jeder für sich selber auflösen darf. Und es sind im Grunde genommen, was wir tun und was wir machen, immer energetische Prozesse. Und während der Abwesenheit von Energie die letzten 6.000 Jahre sind wir Bedingungen eingegangen, die dem Energiemangel in dem Raum um die Erde stattgefunden hat. Das heißt also, es waren Regeln möglich, die also nicht energiegebunden sind, sondern eben aus dem Nichts erschaffen werden konnten. Und die Regeln, die wir uns alle geschaffen haben, ob das im Recht ist oder ob das im Finanziellen ist oder ob das in Regeln ist, das sind alles Regeln gewesen, weil uns die Energie zum Leben, Licht zu bündeln, um uns das zu geben, was wir eigentlich brauchen, verloren gegangen ist. Aber das kommt jetzt alles wieder und damit gebe ich erstmal weiter. Öff. Wir hören dich, Öffi. Super. Ja, dann mein erster inhaltlicher Beitrag. Ich beschreibe ja immer so ein bisschen auch, was mein Lebensstand ist. Also ich
Ja, liebe Zuschauer, danke den Vorrednern. Wir hatten einen Technikabsturz, deshalb sage ich meinen Anspruch nochmal. Ich beschreibe immer so ein bisschen meine Lebenssituation auch, damit das so griffig wird. Was machen wir denn für die Verantwortung in der Welt, wenn es schon Verantwortungstreff oder Verantwortungstalk bei uns heißt? Und ich bin ein sehr nüchterner Mensch. Also ich habe auch, glaube ich, mystische Dimensionen, aber über die rede ich erstmal nicht, sondern ich versuche, die Menschen abzuholen an der Stelle, wo jeder Mensch einsteigen kann, quasi in die Verantwortungsentwicklung. Und da denke ich, dass ganz offensichtlich ist, dass wir als die ganz besonderen denkenden und sprechenden Tiere das Miteinander denken und sprechen anwenden müssen. Also und gerade auch für nicht nur irgendwelche kleinen Interessen oder Splitterziele, sondern gemäß unserer Vernunft oder Vernunftseele für die Frage, was ist im Ganzen vernünftig, sinnvoll, verantwortlich, was dient dem Gemeinwohl von Menschheit und Welt. Also das ist das, worauf es aus meiner Sicht ankommt, wenn wir einen Ausweg finden wollen und nicht durch unsere eigene Technik, Werkzeug und Waffenintelligenz zugrunde gerichtet werden wollen oder in einer, was aus meiner Sicht handgreiflich droht, in einer digitalen Willkürdiktatur landen wollen, Big Brother und so. China ist schon ein gutes Vorzeichen. Der Westen hat es mit NSA längst kopiert und mit solchen Techniken oder Strategien. Ja, also wir müssen miteinander denken und sprechen und wie wir insgesamt verantwortlich leben können. Da bin ich sehr dankbar für die Talks, die wir hier machen, fürs Forum freie-argumente-kultur.de, wo wir aus meiner Sicht am gründlichsten so den Dingen auf den Grund gehen können oder sie entwickeln können. Und da haben wir noch besondere Initiativen. Also seit einigen Wochen schon laden wir ein, also gerade auch die großen Vertreter von ja, Gruppen, Weltanschauungen, politischen Auffassungen, in ein New World Economic Forum oder eine Zukunftskonferenz zu kommen, mit Offenheit, fairer Offenheit endlich mal für alle Lösungsvorschläge. Und seit ebenfalls, was sind sich 2-3 Wochen jetzt, hat der Dylan da den Akzent noch hinzugefügt, dass wir nicht nur die großen Multiplikatoren ansprechen sollten, die übrigens bisher ja auch kaum Reaktion zeigen, sondern dass wir auch den ganz einfachen, 1000 kleinen alternativen Gruppen oder denen, die da Vorschläge machen, Lösungsvorschläge, dass wir denen dazu verhelfen müssen, dass sie angemessen gehört werden. Und da gibt es eigentlich ja die Medien, gerade die öffentlich-rechtlichen Medien, die in einer Demokratie eigentlich den Auftrag hätten, solche Orientierungsbildung und Verantwortungsbildung und Entscheidungsbildung der Bevölkerung zu ermöglichen. Und insofern ist diese Initiative, also so ein Wahlbündnis, dann ständig sozusagen die Lösungsvorschläge, alle alternativen Lösungsvorschläge in ARD und ZDF. Weil wir brauchen keine Ablenkung durch Unterhaltungssendungen oder die kann man ein bisschen nebenher laufen lassen. Wir brauchen wirkliche demokratische und Verantwortungsbildung, Bewusstseinsbildung der Menschen. Die Probleme schreien danach, dass wir da endlich ernsthaft werden und angemessen mit der Situation umgehen. Und darüber hinaus, also über die Talks und die Bildungsinitiativen, die wir anregen wollen, ist natürlich eben auch das eigene gelebte Beispiel wichtig. Also die persönliche Reife und Lebensweise, die Gemeinschaftsexperimente, das machen wir. Ne? Also man kann gerne kommen und uns testen. Ich sehe mich als Versuchskaninchen für das sogenannte Post-Conventional Level, also was die Entwicklungspsychologie als wahre Verantwortungsreife beschreibt. Wir haben Kommuneversuche, kann man unterschiedlich nennen, aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommunen oder Menschheitskonsens Kommunen oder Demokratieversuche, Menschheitskonsensdemokratie, wo die Kinder der Zukunft die entscheidende Stimmengruppe wären. Ja, also da kann man zu uns kommen und kann da eben vieles erleben. Und das größte Problem ist ja eben, wir kommen nicht richtig ran an die gesellschaftlichen Stellen, auch nicht an die kleinen Leute, die Initiativen, also alle halten sich mehr zurück. Es sieht so aus, dass alle ihren kleinen, eigenwilligen Film machen wollen, statt in diese gemeinsame Klärungsbühne oder Klärungsebene mit reinzukommen. Und gerade jetzt die Machthaber oder die mächtigen Instanzen der Gesellschaft, da muss man natürlich gucken und die in irgendeiner Weise herausfordern, dass sie solche Bühnen ermöglichen.
Und das mache ich dadurch, dass ich also gewaltfreie Aktionen auch mache. Ich höre das Piepen, Dankeschön. Also das mache ich dadurch, dass ich, also jetzt immer auf dem Hintergrund dessen, was ich lebe, also dazu gehört auch als ein Kommuneversuch in Berlin die Fortsetzung des Widerstandszeltcamps, was die da im August 2020 angefangen haben. Und ich mache gewaltfreie Aktionen, um nötige und ausreichende Gesprächsmöglichkeit oder Argumente, Vergleichsmöglichkeit herzustellen. Und wenn man da eben keine politisch-demokratische Ebene hat, wo man dafür sprechen kann und auch gerade die Regisseure der Gesellschaft dazu bringen kann, muss man, wie Gandhi gesagt hat, auch bei gewaltfreien Aktionen bereit sein, Gesetze zu übertreten, um vor Gericht zu kommen. Habe ich mehrfach gemacht, also zum Beispiel illegale Zelten in Berlin als Unterstützungs- und Fortsetzungsaktion für dieses Widerstandszeltcamp, wo aber der Staat sich geweigert hat, ein Verfahren draus zu machen. Und hier in Hessen hatte ich da auch was laufen, was die von Ende März jetzt auf Juli verlegt haben. Also aus meiner Sicht pure Argumentationsverschleppung oder Verweigerung. Und an dem Stand bin ich jetzt. Also für die tollen Ideen, die wir haben, wie wir die Menschen ins Denken und Sprechen über die große Verantwortlichkeit bringen können, da irgendeinen Hebel zu finden, mit dem wir die Gesellschaft um uns herum dazu herausfordern können, sich angemessen auf den Austausch darüber einzulassen. Also brauchen wir solche Art von Miteinander denken und sprechen und wie können wir das auf die Beine stellen? Ja, Dankeschön, habt ihr den groben Einblick jetzt. Im nächsten Beitrag von mir sage ich ein paar Details, also was habe ich konkret jetzt in den letzten Tagen oder anderthalb Wochen dafür gemacht. Ja, ich gebe weiter an den Dillen. So, ja, jetzt die Technik muss ich noch umschalten. Jetzt müsste mich der Öffi wieder gut hören und Henning nix auch schon. So, dann fange ich an mit meinem Beitrag. Also, genau, liebe ZDF- und ARD-Zuschauer, genau das ist der Punkt, dass wir sagen, Vorsicht, Irrtum sozusagen, ja, es könnten das genau vorteilbringende Irrtümer sein. Es gibt also sehr viele Konzepte. Wir hatten, bei der DDR hatten wir solche Dinge, wo eigentlich so etwas wie eine gereifte Persönlichkeit angestrebt wird, vorausgesetzt wird manchmal oder eben wenigstens angestrebt wird. Und dabei gibt es, und wie gesagt, verspreche Ihnen, ich erkläre nachher noch die GWO, was die alles macht, die Gemeinwohlwirtschaftsordnung, die Sie jetzt eingeblendet sehen. Aber es ist wichtiger, dass ich erstmal versuche, die vorteilbringenden Irrtümer in Ihrem Kopf wegzuräumen, die als Widerstand gegen die GWO auftauchen, sozusagen. Also, die Idee der gereiften Persönlichkeit kommt sehr oft und ist immer wieder gekommen in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten sozusagen. Und jetzt sage ich mal, was dabei aus naturwissenschaftlicher Sicht das Problem ist. Also, Menschen, die sich zum Beispiel für Inder aufopfern, sterben mitsamt dieser Bereitschaft zur Selbstaufopferung zwangsläufig aus. Übrig bleiben nur diejenigen, die sich nur für Menschen aufopfern, die sie meistens mit Recht als Mitträger von großen Teilen ihrer eigenen Gene, also als Verwandte, empfinden oder zumindest vermuten. Ne? Genauso funktioniert zum Beispiel der Bonobo-Schenker-Kommunismus. Da vermuten die Männer, dass alle Kinder eventuell von ihnen sein könnten und deswegen können sie kein einziges Kind töten, sondern müssen alle liebevoll väterlich verhalten. Denn sie wären an sich egoistisch genug, die Bonobos, die Kinder zu töten, die nicht von ihnen sind, um ihren eigenen Kindern Vorsprünge zu bringen. Aber sie können es nicht, nicht nur, weil die Frauen sich dann zusammenrotten würden und ihn angreifen würden, sondern
er kann es vor allem deswegen nicht tun, weil er ja gar nicht weiß, welches Kind von ihm ist, und deswegen muss er vermuten, dass jedes Kind von ihm sein könnte. Und dann wird der natürliche, brutale Egoismus des Säugetiers Bonobo, und ich sehe uns Menschen ja als Savannenbonobos, wird unterbunden. Ja? Und so kommt es dann durch diesen sozialen Rahmen und die Situation zu einer Bremsung des Egoismus. Aber, wie gesagt, jeder, der sich aus dem Egoismus heraus durch eine gereifte Persönlichkeit vom Egoismus entfernen würde, der muss notwendig aussterben. Ich mache das mal am Beispiel eines Milliardärs. Jetzt könnte man ja sagen, Milliardäre können sich doch sicherlich leisten, die Kinder der Inder zu füttern. Denn die können doch immer noch genügen, haben doch noch genug Geld, ihre eigenen Kinder zu füttern. Das stimmt aber leider, sogar auch das stimmt aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht. Denn die Milliardäre müssen unheimlich viel Geld, das sind meistens Unternehmerfamilien zum Beispiel, die müssen unheimlich viel Geld in die Ausbildung ihrer Kinder stecken, damit die überhaupt dann diese Kinder, die das Unternehmen weiterführen können, auf einem Top-Niveau, das noch konkurrenzfähig bleibt mit den anderen Unternehmen und dann nicht pleite geht. Also müssen die unheimliche Summen in die Entwicklung und in die Bildung ihrer Kinder stecken. Meistens Privatschulen mit 10-mal besseren Lehrern als die normalen Schulen sie haben und so weiter. Und wenn jetzt dieser Mensch jetzt viele Inder retten würde, weil er so selbstlos ist, dann würde er ein bisschen weniger in seine Kinder investieren und schon würde dann dieses Unternehmen pleite gehen und sozusagen. Und das sind alles so Gründe, weswegen das nicht möglich ist. Das andere, was noch möglich ist, es piepst, ich mache nur noch kurz rund, ist, dass Menschen durch Manipulation zum Beispiel dazu gebracht werden, im Krieg mit Hurra in den Heldentod zu rennen und dann dadurch weniger Kinder hinterlassen, weil sie früh getötet werden, ganz früh oft getötet werden. Das sind alles so Dinge, wo sich zeigt, dass die Selbstlosigkeit ausstirbt in der Evolution und übrig bleiben immer nur wieder die egoistischen, nämlich die Inder, die Geschenke annehmen, aber nicht die Schenker. Die Schenker sterben aus, weswegen wir ja sagen als Naturwissenschaftler, ja, schenken ja, aber nicht selbstlos, nicht unegoistisch. Oh ja, und dann gebe ich weiter und mach weiter in der nächsten Runde. Und dann schalte ich wieder um. Moment, jetzt muss ich wieder umschalten. Ab. Dahin muss ich hin. So, Henning, du kannst gleich loslegen und mich eventuell dann anweisen. Ich kann nur selbst nichts mehr sagen gleich, ne? Ja gut, ich werde nochmal auf Öffis Worte eingehen, dass also dieses Energielose, dieses Kraftlose, dieses Nicht-Mitmachen-Wollen ein Zeichen dafür ist oder auch ein Phänomen dafür ist, dass wir eigentlich noch in dem Energiemangel sind oder beziehungsweise in den Lernprozessen, wo wir in Energiemangel waren. Aber diese Lernprozesse, die wir uns selbst durch Selbsterfahrung oder auch durch Erlebnisse oder durch Lernstudium selbst programmiert haben, diese Programme sind aber auf Dauer immer andere Programme, als wie die Natur an ihren Kräften oder in ihren Kräften oder mit ihren Kräften um uns herum und in uns selber auch wirkt. Und dieses Wirken der Natur ist etwas, was wieder zunimmt. Das heißt, es geht in Resonanz. Das heißt, das Licht, das aufgehende Sonne nach 6000 Jahren in der 25.120 Jahre Ära, die wir jetzt beginnen,
werden wir mit Kräften oder mit Lichtkräften beeinflusst, die unser Leben wieder Kraft geben. Nur diese Kraft will uns durch Regeln, die wir uns selber gegeben haben, behindern wir uns in dieser Kraft. Und diese Kraft der Behinderung, der Regeln, die wir uns selbst gegeben haben, die wir eigentlich gar nicht brauchen, weil das Leben, das wirkliche Leben, findet immer in der Entscheidung des Jetzt statt. Das heißt also, in dem Moment des Jetzt kann ich jederzeit entscheiden, ob ich dafür, dagegen oder gar nichts mache. Und diese Entscheidung letztendlich von allen Menschen getragen wird zu einer Realität, die wir dann auch im Außen wahrnehmen oder um uns herum wahrnehmen. Nur durch die Massenmedien werden wir derart verblendet, es werden uns Sachen gezeigt, die eigentlich gar nicht im Jetzt stattfinden. Und dadurch kommt diese Verwirrung, dieser vorteilbringende Irrtum und alles Mögliche in diese Welt, was unsere Lebensqualität derartig zerstört, dass wir auch im Zusammenleben eigentlich wieder unserer eigenen Kräfte, unserer eigenen Entscheidung, unserer eigenen Ehre und Würde wieder besinnen dürfen. Und das ist das, was ich sage, was in die Welt kommt. Oder beziehungsweise nicht in die Welt, sondern auf die Erde kommt. Weil die Welt ist eigentlich nur ein Geisteskonstrukt von dem, was uns der Lichtmangel oder der Energiemangel der letzten 6000 Jahren an Bewusstheit verloren gegangen ist. Oder kompensiert haben durch Fantasie, durch viele Fantasien oder beziehungsweise eben durch Theorien, was wir in den Wissenschaften haben. Wir haben Wissenschaften, die nur auf Theorien begründet sind, aber keine Wirklichkeitsnachweise bringen. Und das ist eigentlich das sämtliche Studien werden eigentlich nur finanziell bezahlt oder in Auftrag gegeben und dementsprechend des Auftrages auch gefertigt von den Universitäten. Und das ist aber nicht die Wirklichkeit von den Lichtenergien, die auf uns wirken, sondern das sind irgendwelche Theorien. Und diese Theorien, die zerfallen jetzt alle, wenn das Licht wieder stärker wird, wo der Mensch auch dieses Licht auch transformieren kann. Wir Menschen sind transformiertes Licht. Wasser ist komprimiertes Licht. Und Leben ist im Grunde genommen Licht und Wasser. Und in der Alchemie gibt es diese vier Medien, Luft, Wasser und Erde und Feuer. Feuer ist aber eigentlich nur das Symbol für etwas, was verbrennt. Das Medium Licht, das eigentlich ein fünftes Medium ist, was eigentlich lange Zeit oder die letzten 6000 Jahre nicht vorhanden war, was jetzt wieder zurückkommt, ist auch ein Medium, das uns durchdringt, das alles durchdringt. Licht ist sowohl sichtbar als auch unsichtbar ein Medium, das uns durchdringt. Und es ist Elektrizität. Und diese Elektrizität ist eigentlich das, was wir leben. Und damit gebe ich weiter. Ich hatte gesagt, ich gehe da ein bisschen drauf ein. Egal, ob es an Energiemangel liegt oder an genetischen Hinderungsgründen. Ich finde es total spannend, dass wir einfach sehen können, wir Menschen explodieren vor Erfindungsreichtum, ob mit Werkzeugen, Waffen oder auch Strukturen wie der Arbeitsteiligkeit für die Globalisierung. Und die Frage ist, ob wir auch in der Lage sind, dafür eine verantwortliche Steuerung hinzukriegen. Also vernünftig zu schauen auf die Folgen im Ganzen und was ist das Sinn und Wohl des Ganzen. Und da finde ich zwar spannend, ne, total spannend zu überlegen, wie sieht das aus mit den Energieverhältnissen? Haben wir in den letzten 6000 Jahren Energiemangel gehabt oder woran könnten uns die Gene hindern? Aber ich habe, stelle ich ja in mir fest, die Möglichkeit zu sehen, wenn die Menschen keine katastrophale Fehlentwicklung sein wollen, dann müssten sie einfach nach dem gehen, was bei all ihren Werkzeugen, Waffen und technischen Strukturen sie müssten danach gehen, was im Ganzen in Ordnung ist von den Folgen her, also verantwortlich ist, Sinn und Wohl des Ganzen entspricht. Dann kann das sinnvoll gesteuert sein und sonst ist alles andere verheerend. Und
Ja, also ich finde es total spannend dann, weil es auch eine sehr geradlinige Vorgehensweise, dann zu sagen, okay, ich kann das Problem erkennen, ich kann sehen, worin die Lösung bestünde. Ich mache mich zum Versuchskaninchen, ob ich einfach motiviert durch diese Vernünftigkeit oder meine Vernunftseele diese vernünftige Verantwortungssteuerung umsetzen kann, die die Welt braucht. Und ja, also ich bin so ein Versuchskaninchen und ich kann jeden nur einladen, ne, liebe Zuschauer. Einerseits, wenn ihr euch überlegt, was ist der Beruf für euer Leben, ne, macht ihr auch ein Berufspraktikum, lernt das mal erst kennen und probiert es ein bisschen aus. Und ebenso, ne, also man macht sonst viele Abenteuer im Leben, also besser als jeder Abenteuerpark oder Abenteuerurlaub, ist es doch mal zu versuchen, ob man der verantwortliche Mensch sein kann, der verantwortliche Zukunftsmensch, den die Welt braucht. Versucht es und ich verspreche, dass wenn man das ehrlich angeht und einfach in sich schaut, inwiefern kann man das umsetzen und wird nicht gehindert, weder durch Energiemangel noch durch Hygiene, dann kann man ganz faszinierende Durchbrüche erleben, ja, dass das prinzipiell für Menschen möglich ist, so anders zu sein. Und ja, ich hatte gesagt, was ich so konkret praktisch auch mache. Ich war auf Rundreise, Projekte-Rundreise vor 1,5 Wochen, war da in Berlin, habe versucht, dieses Widerstandszeltcamp der Querdenker, was die im August 2020 angefangen haben und was ich dann übernommen habe, als der Organisator der Querdenker gesagt hat, er fühlt sich überfordert, das versuche ich ja aufrechtzuerhalten und auch jetzt in Berlin habe ich mich da wieder engagiert, habe bei einem solchen Corona-Befreiungsspaziergang eine Rede halten können. Die ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Also lade ich euch alle ein, euch das mal anzuhören. Da beschreibe ich eben auch so ein bisschen, ne, wo stehe ich gerade und wie will ich weitermachen, um die, also vor allem die mächtigen Stellen der Gesellschaft dazu zu bringen, einerseits endlich ein Minimum von freier Argumentekultur, von offenem Miteinander sprechen und Argumente anschauen zu ermöglichen, und andererseits eben auch ein Minimum von Menschen, die als solche Verantwortungsmenschen leben wollen und Verantwortungsgemeinschaften bilden wollen, zuzulassen. Also dann eben auch solche Sachen wie das Zeltcamp oder die anderen Projekte, die wir haben, die man ja auch als Reservate für natürlich lebende, verantwortliche Menschen, demokratische Menschen bezeichnen kann, als Freiheitslager, wie man möchte. Aber solche Dinge brauchen wir dringend, die müssen einfach möglich sein, das miteinander argumentieren und was ja dabei leicht rauskommt, dann das Zulassen solcher Verantwortungsexperimente, persönliche Verantwortungsexperimente und gemeinschaftliche Verantwortungsexperimente. Und ja, toll, dass ich diese Rede halten konnte. Jetzt bin ich wieder in Hessen. Von hier aus habe ich geguckt, dass ich per Fernkommunikation meine Leute, die in Berlin weitermachen, die da so ein Orga-Team bilden, dass ich die motivieren kann, also immer besser weiterzumachen, sich immer besser auszutauschen miteinander und zu organisieren. Bin ich froh drum, dass das im Ansatz manche kleinen Erfolge so zeitigt. Hier in Hessen bin ich, sind ja auch lauter Freiheitslager oder Reservate. Hier ist das größte, dichteste Netz. 5 oder 6 Projekte und auch Organisationen, Genossenschaften, Vereine und so weiter. Und ich bin direkt in der ganzheitlichen Bildungswerkstatt Lilitopia in Stadtallendorf. Das ist hier so ein zentraler Punkt, so ein Kristallisationspunkt für die Entwicklung in der Region. Ja, ich höre das Piepen, Dankeschön. Und da bin ich dabei, mitzuschauen. Wir sind dabei, Räume umzugestalten, dass hier im Haus auch noch mehr als zuvor Kommuneentwicklung gut möglich werden kann. Dachboden ist ausgebaut, andere Zimmer wurden umgestaltet und möbliert. Ich habe heute einen neuen Schreibtisch hier aufgebaut und solche Sachen. Ja, also so von der Theorie, von den gewaltfreien Aktionen, wodurch ich die Mächtigen provozieren will, dass sie endlich offene, ein Minimum offener Diskussion zulassen und ein Minimum von Verantwortungsexperimenten, bis hin zu konkreter handwerklicher Arbeit jetzt hier auch, um in den Lebens- und Kommuneversuchen Gestalt zustande kommen zu lassen, bin ich aktiv und gebe jetzt dann erstmal weiter an den Dillen wieder. Ja.
Ja, ich werde also diese 10 Minuten rausschneiden müssen nachher, technisch. Das mit Videoprogramm ist natürlich wieder großer Aufwand, aber muss ja sein, denn diese 10 Minuten können wir ja nicht lassen. Henning, in Zukunft musst du dich sofort irgendwie bemerkbar machen, dass da irgendwas nicht stimmt, ne? Irgendwie bemerkbar machen, irgendwie winken oder irgendwas. Ich habe im Chat geschrieben. Ja, na, das kommt nicht an, das kommt nicht an. Chat kommt, funktioniert nicht. Winken oder irgendwas, also irgendwas versuchen oder was sagen. Einfach was laut rufen, vielleicht hätte ich das gehört oder gesehen, oder? Also, dann geht's jetzt weiter. Ich muss auch jetzt nochmal wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Ich hatte gesagt, dass ich ja gesagt habe, also aus evolutionsbiologischer Sicht ist, also kann Öffi nur eine absolute Ausnahme sein, weil normalerweise alle, die sich selbstloser verhalten als der biologische, genetische Egoismus bedeutet, aussterben. Ich habe es ja geschildert vorhin, wer sich quasi, wer die Inder rettet und nicht seine eigenen Kinder rettet, sondern mehr die Inder rettet, der stirbt aus und übrig bleiben nur die, wie die Inder, die die Geschenke empfangen, aber nicht die, die selber selbstlos schenken. Ja? Und dadurch glaube ich als Naturwissenschaftler eben, dass der Öffi dann nur eine absolute Ausnahme sein kann. Und ich hatte dann erläutert, dass eben erster Punkt, aus meiner Sicht, also dass ich jetzt quasi einen Exkurs mache, ich ignoriere jetzt mal ein bisschen die ARD, ZDF-Fernsehzuschauer, die sowieso noch nicht da sind, sondern versuche mal lieber den Öff-Öff als Aktivisten für die GWO zu gewinnen. Nämlich aus meiner Sicht, also für plädieren scheitert in der Marktwirtschaft an den kapitalistisch deformierten Menschen, an den kapitalistisch deformierten. Denn die haben vorteilbringende Irrtümer, die im Kapitalismus rumschwirren im Kopf, die ungefähr so sagen, nein, du darfst gar nicht freie Argumentekultur praktizieren. Mit allen, die der Mainstream als rechts zum Beispiel diffamiert hast, mit denen darfst du gar nicht reden, sonst hast du nämlich eine Kontaktschuld und wirst selber von der Gesellschaft ausgesondert. Und die Extinction Rebellion haben uns ja deutlich gezeigt, wie sie das gemacht haben. Sie haben einfach die Frack unterbunden auf brutalste Weise, den Öffi sogar aus dem Forum rausgeschmissen und mich aufs tiefste kriminell beleidigt und so weiter. Und den Weltrat und alles beleidigt und schikaniert und so weiter. Aber genau das ist der Punkt. Im Kapitalismus scheitert jedes Plädoyer für die freie Argumentekultur, weil die Menschen ganz woanders sind. Und vor allem der Kapitalismus lehrt solche vorteilbringenden Irrtümer wie sei übermäßig selbstbewusst. Du bist der Schlauste, Klügste und Beste. Und wenn du eine Art Sekte aufmachst und ein Konzept entwickelst, dann ist das die absolute Wahrheit. Du brauchst gar nicht mit anderen zu reden und da gar keine Frack wahrzunehmen, ja, sondern da du ja die absolute Wahrheit hast, brauchst du auch keine Argumente hören und dann interessiert dich auch die freie Argumentekultur nicht, sondern du machst einfach nur Werbung für deine Sekte und das ist dann die absolute Wahrheit. Und komisch, ist nur ein bisschen komisch, dass es dann 8 Milliarden verschiedene Wahrheiten gibt, aber im Kapitalismus sind die Menschen so. Deswegen scheitert auch zu Frackkommunen einladen, scheitert auch deswegen, weil die Menschen sind so, dass sie sozusagen letztendlich im Kapitalismus so voll sind von vorteilbringenden Irrtümern, dass sie an den echten freie Argumentekulturkommunen kein Interesse haben, sondern nur an Sektenkommunen, die irgendwo wieder eine Heilslehre vertreten, die ungefähr ihren vorteilbringenden Irrtümern entspricht. Das nächste Experiment, was wir gemacht haben, Parteien zu beraten, das musste auch daran scheitern, dass die Parteivorsitzenden immer wieder auch eben nach dem Motto, ich bin der Schlauste, Klügste und Schönste und ich weiß alles und ich brauche gar nichts dazu zu lernen, sich also Rückzug dann auch immer der freien Argumentekultur wieder entzogen haben, so nach dem Motto, ich weiß es eh besser als der Weltrat und die Naturwissenschaftler und die Next Scientists for Future. Also musste auch dieses Experiment scheitern. Das nächste Experiment
mit dem DeFÜ-Camp, also mit dem Demokratiefürsorge-Camp in Berlin, Wirkung zu entfalten, musste aus meiner Sicht auch scheitern. Das heißt, dort sind nicht hunderte von Leuten, sondern eher 3, 4, 5, 6 Leute, oder die ÖFI kann das ja genau sagen, wie viel da sind. Das ist zu wenig, um Wirkung zu entfalten, aus meiner Sicht, weil eben sozusagen das alles nicht funktionieren kann, weil die Menschen gar nicht den Wert in der freien Argumentekultur erkennen und so weiter im Kapitalismus. Dann die eigene Frackpartei PDG haben wir versucht, zum schnellen Durchstarten zu bringen, scheitert. Woran scheitert das? Weil jeder, mit dem ich rede, am Ende doch, ohne es mir zu sagen, eigentlich denkt, Ich habe vorher die Wahrheit gewusst. Oh, es piepst, ich mache nur noch rund. Ich habe vorher die Wahrheit gewusst und das, was der gesagt hat, ist ja schön und gut, aber ich bleibe bei meiner Wahrheit. Ne? Und also bei den vorteilbringenden Irrtümern, die dieser Mensch für Wahrheit hält. Und das, was ich noch rund machen muss, ist jetzt Folgendes, dass ich gesagt habe, die GWO ist der Garant für blitzschnelles Aussterben von vorteilbringenden Irrtümern, weswegen ich ja Öffi gewinnen möchte, sich für die GWO-Diskussion einzusetzen und die GWÖ anzusprechen und da Kontakt aufzunehmen, da reinzugehen, die anzusprechen und so weiter und die auf die GWÖ-GWO-Diskussion zu bringen, weil wir mit der GWO am Ende das Aussterben aller vorteilbringenden Irrtümer bringen und dann die Gesellschaft automatisch zu einer Gesellschaft sein wird, wo die freie Argumentekultur überall stattfinden muss, weil die GWO eben das Aussterben der vorteilbringenden Irrtümer erzwingt, weil jeder pleite geht und jeder vor dem Ende seiner Karriere steht, der nicht blitzschnell alle vorteilbringenden Irrtümer rausschmeißt. Und dann erst öffnet sich das, dass man über alles Weitere immer alles mit freier Argumentekultur macht. Ja? Also ich bin der Meinung, die GWO ist der entscheidende Dosenöffner, dass die Frack überhaupt erst richtig beginnen kann. Ja? So, dann gebe ich jetzt weiter. Jetzt muss ich nur gucken, was ich machen muss. Ich muss jetzt an den Henning geben und der darf dann in 3 Sekunden anfangen zu reden. Ich muss hier nur den Ton wegdrehen von mir und darf nicht vergessen, den wieder einzuschalten. So, Henning, in 3 Sekunden loslegen. Ja, wunderbar, danke. Die Gemeinwohlökonomie ist ein guter Gedanke. Er ist aber nur so gut, der Gedanke, sofern er mit der Schöpferordnung übereinstimmt. Und der vorteilbringende Irrtum, den wir die letzten 6000 Jahre gelebt haben, ist, dass wir die Schöpferordnung, weil sie Kraft mangels Energie nicht wirken konnte, einfach übergangen haben und eigene Regeln geschaffen haben. Und in diesen eigenen Regeln sind halt die vorteilbringenden oder vielen vorteilbringenden Irrtümer drin. Und es ist schon eine Faszination, alleine wenn man sich die Wortbegriffe Faszies und Faszination oder Faszien einmal genauer betrachtet. Und dafür möchte ich, dass du mir jetzt das andere Bild nochmal zeigst mit den Faszien. Und zwar gibt es die Faszien einmal mit Beil und einmal ohne Beil. Und das Symbol der Faszien ohne Beil war vor den 6000 Jahren, da ist es schon ein bisschen größer vielleicht, so dass man die Faszien erstmal sehen kann. Das Geschriebene ist jetzt erstmal noch unwichtig, ein bisschen tiefer. Bisschen tiefer. So, ja, ist gut. So, und da sehen wir auch schon, dass also die Faszis ist ein Bündel von Hölzern oder Stroh oder wie auch immer. Letztendlich ist der Ursprung der Faszie darin zu sehen, dass man also das Licht, den Lichtstrahl bündeln konnte. Und wer die Kraft hatte, Lichtstrahl zu bündeln in etwas Faszinierendes oder dass man etwas manifestieren konnte, der war eigentlich der Meister. Und der Meister, der konnte dieses ohne Gewalt tun. Als aber die Energie ausblieb und die Erde sich weiter von dem Galaxiezentrum entfernte,
wurde aus der Faszie ein Symbol mit dem Beil, weil man musste sich die Energie gewaltsam von anderen Energien nehmen. Das heißt also, man musste Ressourcen plündern, man musste Ressourcen entwickeln, weil die Energie nicht mehr vom Himmel kam, sondern man musste sie sich von den Früchten, von den Bäumen, von anderen Leben im Grunde genommen leben und seine Lebensenergien aufrechterhalten. Und diese Gewaltstruktur, die dann aufgetreten ist durch Energiemangel aus der Lichteinstrahlung von der Zentralsonne, die uns fehlte, ist die Faszie mit dem Beil entstanden. Die kennzeichnet nämlich den energetischen Plus, also den Energiemangel, während die Faszie ohne Beil immer den Energieminus, also die Energiequelle, also das Schenken selber, das gebende Prinzip letztendlich ist, während das Energiemangelprinzip das nehmende Prinzip ist, das tauschende Prinzip. Und dieser Wechsel, dieser Wandel, also von der Faszie mit Beil findet jetzt wieder statt mit der Faszie ohne Beil, dass wir also ohne Gewalt wieder Energien bündeln können, so wie ich es auch mache mit meinem energetisierten Wasser, dass ich also mit Licht über ein Solarmodul einfange und in Strom umwandle. Das Wasser wird getrennt in seinen Molekülen Wasserstoff und Sauerstoff, bildet aber letztendlich wieder eine neue Struktur, eine homogene, hexagonale Struktur mit Wasserstoff und Sauerstoff, also zusätzlich freien atomaren Wasserstoff und Sauerstoff, was dann ein dickflüssiges Wasser ist, ein basisches Wasser ist und ein gesundes Wasser ist, ähnlich wie das Wasser von Lourdes, wo mittlerweile von dem Wasser, was also Lourdes getrunken wurde, also aus Lourdes getrunken wurde, über 70 Spontanheilungen stattfanden, die sogar amtlich nachgewiesen oder dokumentiert sind, auch von der Kirche aus. Und was wichtig ist, ist eigentlich für die Zukunft, dass wir also die vierfache Achtsamkeit an natürlichen, unverhandelbar, unveräußerlichen und energetisch untrennbaren, unendlichen Lebenkräften beachten dürfen. Weil die Unterbrechung des Kreislaufs aller Formen an Gewalt ist die einzige intelligente und meisterhafte Art zu leben. Diese eine und freie Form der achtsamen, harmonisch, bedingungslos, in liebevoller Lebensweise erfüllt sich nur in einem Paradies durch Helfen und Schenken und in der Achtung kosmischer, wirksamer Schöpfergesetze. Und das ist meine Botschaft, dass wir diese Gesetze achten, weil wenn wir sie missachten, werden wir in Zukunft Probleme mit diesen Schöpfergesetzen oder wirksamen Schöpfergesetzen bekommen. Ja, damit bin ich rund erst einmal und gebe weiter an den Dillen. Effi ist dran, ne? Moment. Ja, der Effi ist dran. Ich höre ihn noch nicht. Ich bin da. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Wir hören. Ja, toll. Ich höre dich auch. Ja, ich sage mal so, ich versuche ja ein so integraler Mensch wie möglich zu sein, also sowohl als auch statt entweder oder. Und ich bin ja überzeugt, Dylan, also ich glaube, es ist hochwahrscheinlich, dass eine Menge Menschen so in Mustern fixiert sind, ob genetisch, ob vom Kapitalismus anerzogen, ob von mir aus auch mit Energiemangel. Also sie sind in solchen Mustern fixiert, dass es vielleicht nichts bringt. Sie verstehen gar nicht, wenn man ihnen von freier Argumentekultur redet. Sie merken nicht, dass das für ihre Vernunftseele das wäre, womit man sich identifizieren kann, sein Potenzial entfalten kann, sein höchstes Glück finden kann. Da brauchst du mich gar nicht groß überzeugen. Also ich halte das für gut möglich, dass das so ist. Und ich gehe auch mit, dass man dann nicht sagt, ja, mit den Menschen kann man nichts machen, sondern dass man solche Strategien auch entwickeln sollte, wie mit der Wohlfühlstimme, also GWO, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung. Oder ich gehe ja sogar so weit zu sagen, dass man vielleicht ein Computerspiel entwickeln sollte, was fetziger ist als das Fortnite, wo die gerne beisitzen, aber
wo man die Entwicklungsstufen auf dem Weg zur Verantwortungsreife durchmacht, also Dilemmasituationen, wie sie die Entwicklungspsychologie beschreibt, auf dem Weg hin, diese Dilemmasituation immer mehr mit Post-Conventional Level lösen zu können. Also ich bin für alles zu haben. Und ich rede auch davon und ich versuche mich dafür einzusetzen und sage ja auch im Forum soll das mit zum Zuge kommen. Und du weißt ja, Dylan, ich war auch, als wir hier schon Leute hatten von die Basis und so weiter, habe ich gesagt, Leute, ist das nicht ein Hebel, wo wir uns alle Kräfte bündeln und darauf verständigen können, da mal ein regionales Modellprojekt wenigstens zu machen, damit das das Möglichste an Ausstrahlung und Weiterwachsen freilegen kann. Ja, und aber bei der nächsten Sendung waren sie alle wieder nicht dabei, alle abgesprungen. Das heißt, mit jedem Hebelansatz, den wir da versuchen, sieht es schwierig aus, aber ich tue, was ich kann, auch diese Möglichkeiten, diese Perspektiven, auch GWO oder das Verantwortungscomputerspiel ins Bewusstsein zu bringen und zu gucken, ob sich da was regt, ob da auch andere Leute dann mitmachen, ob da was wächst. Auch was der Henning so alles erzählt, also ich bin der Ansicht, das muss auf jeden Fall, muss das auch die Chance bekommen, dass die Menschen darauf reagieren können, dass es an die Menschen rankommt und man guckt, ob und wie das Reaktionen auslöst. Auch wenn der Henning da Kontakt hat jetzt mit einem Mediator, der, was weiß ich, NATO oder UNO mit beschäftigt ist. Also da bin ich der Ansicht, dass es vielleicht eine gute Wechselwirkung sein könnte, wenn dieser Mensch, dieser Mediator auch die Idee vorgetragen bekommt oder damit bekannt gemacht wird, dass wir eigentlich mal ganzheitliche Friedenskultur und Menschen, die das verkörpern und Gemeinschaften, die das ganzheitlich vorexperimentieren wollen, dass wir sowas brauchen und ob der da vielleicht Möglichkeiten hat, das auch als erstmal überhaupt selber für sinnvoll auch zu erkennen und sich irgendwie zu beteiligen. Vielleicht gibt es ja Förderungen durch auch diese großen globalen Institutionen, dass die sagen, okay, es ist doch nicht zu schrecklich für uns, mal zumindest lokale Experimente zuzulassen, statt jetzt hier ständig alle Länder 2%, wir rüsten auf, bis zum geht nicht mehr, zu schauen, wie weit man kommen kann mit so einer ganzheitlichen Friedenskultur. Also, ich versuche euch da zu unterstützen, ich versuche Werbung dafür zu machen, ich versuche Auslöser zu sein, schon jetzt, dass sowas passiert, also mindestens wäre, es ist überfällig, dass unsere Gesellschaft ein lokales Vorzeigeexperiment ermöglicht, auch für die GWO, für die Wohlfühlstimme. Ja, also man muss da überall kräftig sich engagieren, Farbe bekennen, dafür eintreten, versuchen, Kräfte freizulegen und zu bündeln. Aber als in dem sowohl als auch kommt eben auch vor, dass das, was wir am Ende auch als Ziel erachten, also wo wir sagen, die GWO bewirkt dann die freie Argumentkultur, wir werden uns ja nicht dadurch hindern lassen, dass andere Menschen so Zwischenstufen brauchen, diese höchsten oder ja menschlich entwickelsten Stufen umzusetzen. Also wir, Dylan, Henning, ich und auch ein paar andere, wir werden ja nicht sagen, weil die anderen zu stur sind, deshalb gehen wir jetzt nicht miteinander im Sinne der freien Argumentekultur um. Oder wenn die anderen nicht imstande sind, das zu kapieren, wie wichtig da so ganzheitliche Projekte sind, wie das Zeltcamp und so, dann werden wir doch nicht sagen, wir verzichten dann darauf, selber so zu sein. Oder wenn wir auf Menschen treffen würden, die dazu bereit und fähig sind, dann werden wir es nicht mit ihnen machen. Weil wir sagen, es gibt ja viele Sture, die jetzt zu sehr da noch blockieren. Werden wir ja nicht tun. Und insofern, also wir arbeiten ja auch, glaube ich, da alle in gewissem Maße mehrspielig. Ja, danke schön, ich habe das Beben gehört. Also ich denke, wir arbeiten da ja auch alle mehrschienig. Also wir praktizieren hier miteinander die freie Argumentekultur, wir laden dazu ein. Wir machen diese Kommuneversuche, weil wir uns nicht durch die Sturheit der anderen von möglichst viel Erreichen des Guten abhalten lassen wollen. Auch bei dir, Dylan, bin ich ja nach wie vor total froh, dass es da jetzt in Köln in deiner Wohnung den Keimling für eine solche Kommuneentwicklung gibt. Und das ist ja auch nicht nichts.
muss man sagen. Das sind ja alles Schritte, sind alles Elemente, die irgendwie wirken können. Und ja, war noch was, was ich überlegen. Wir haben jetzt auch langsam 10, also wir können gucken, wir hatten ja natürlich Unterbrechungen, also wir können noch ein bisschen machen und dann so langsam abrunden und zum Ende kommen. War dann noch etwas, was ich dann zu... Ich gebe erstmal weiter und gucke mal. Wenn noch was ist, wenn mir noch was einfällt, dann beim nächsten Beitrag. So, ja, ich glaube, ich bin wieder zu hören. Na, jedenfalls zeigt mir das die Technik an. So, dann lege ich mal los. Also, ich hatte ja schon vorhin gesagt, das passt natürlich auch zu Hennings Ansatz, dass ich natürlich, ich habe größte Sympathie für den Bonobo-Schenker-Kommunismus, wo wirklich die Männer alles den Frauen und Kindern schenken. Ich sehe nur ein Problem, dass die Bonobo-Männer das nicht völlig selbstlos tun, sondern schon das für sie unheimlich wichtig ist, dass die Frauen dann auf diese großen Geschenke auch mit einer größeren Anerkennung, Beachtung, sexuellen Lust und Sympathie reagieren und so weiter, weil dadurch dann natürlich statistisch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man der Vater des nächsten Kindes wird. Das heißt also, ich halte das Problem so, im Bonobo-Schenker-Kommunismus wird geschenkt, aber es ist kein völlig selbstloses Schenken. Und das, denn das selbstlose Schenken stirbt aus naturwissenschaftlicher Sicht jedenfalls aus. Aber mir würde das reichen, wenn der Bonobo-Schenker-Kommunismus wieder funktionieren würde. Ja? Und dann Fortnite, das Spiel hätte riesige Entwicklungskosten. Und ich vermute, dass ohne die Waffensparten, die ja davon profitieren, dass das Fortnite so Killerhaltungen und aggressive kriegerische Grundhaltung unterrichtet und damit den Umsatz der Waffensparten indirekt fördert durch die erhöhte Kriegsbereitschaft all der Menschen, die dieses Spiel gespielt haben. Also ich glaube, dass genauso wie bestimmte viel Spielfilme ohne die Waffensparten nicht finanziert gewesen wären, weil die sich von dem Heldenmythos natürlich die Bereitschaft der Soldaten im Kriege dann auch möglichst viele Waffen zu konsumieren erhöhen würde. Also insofern glaube ich, dass dieses Spiel zu guten Zwecken eine Alternative zum Fortnite zu bauen gar nicht finanzierbar ist, weil es dann auch nicht mehr von der optischen Qualität wieder nicht mehr konkurrenzfähig wäre im Kapitalismus. Ne? Und die Basis und die Gemeinwohllobby, ja, die verfolgten eben trotz unserer Gespräche einfach stur weiter ihre vorteilbringenden Irrtümer, weil sie nämlich im Kern auch wieder dachten, dass sie es besser wissen als wir alle und so weiter, und deswegen sind sie auch alle gescheitert. Also aus der GWL, die beklagen sich immer darüber, dass alles nicht funktioniert, und die Basis ist eben auch total gescheitert. Ja? Und jetzt zu den Kommunen. Jetzt ist halt natürlich an Öffi die Frage, wie viele Jahrhunderte, er hat jetzt 30 Jahre gebraucht, um 10 Projekte aufzubauen. Ich selbst habe meine Wohnung ja jetzt auch als Keimling für ein Projekt, also quasi in den Raum gestellt erst einmal nur. Aber wie viele Jahrhunderte in diesem Tempo werden wir brauchen, um 30 Millionen zu erreichen oder 50 Millionen Menschen zu erreichen? Ich fürchte, das wird ewig dauern. Ne? Und unser nächstes Experiment, nämlich zum Beispiel das nächste Experiment war ja, das eine hatte ich ja schon genannt, die Masse zu Patientenverfügungen bewegen. Das ist auch gescheitert, das Experiment, weil die zum Beispiel die sogenannten Querdenker ganz andere Vorstellungen hatten. Die dachten, sie könnten mit Prozessen die Richter dazu bringen, sich gegen Goebbels und Hitler zu verurteilen. Das geht aber nicht im Kapitalismus. Ja? Und deswegen hatten die kein Interesse an der Patientenverfügung und haben das gar nicht aufgegriffen. Ne? Und dann haben wir das nächste Experiment gemacht, nämlich ÖFF hat das Experiment gemacht, das Gericht zur Frackbühne zu machen durch seine gewaltfreien Aktionen. Und das scheiterte, weil der Richter natürlich sofort gespürt hat, wenn er den Fehler macht, wie andere Richter auch, dem Öffi auf seine Argumentationsebene zu folgen und ihm dann teilweise ja Recht geben zu müssen,
dann ist seine Karriere am Ende. Denn andere Richter, die haben jetzt keine Karriere mehr. Die haben einmal geurteilt, positiv in Richtung irgendwelcher querdenkenden Argumente, ja. Und schon sind sie ihre Karriere los im Prinzip. Ne? Und das nächste Experiment war dann das New World Economic Forum und das scheiterte, weil eben all diese Promis gar kein Interesse daran haben, ihre Wahrheit, von der sie ja absolut unhinterfragbar überzeugt sind, überhaupt auch nur einmal in Frage zu stellen. Sie suchen nur Orte, wo sie werben dürfen für ihre Wahrheit, die sie ja als überlegen zu allen anderen Wahrheiten fantasieren. Ne? Deswegen musste das scheitern. Dann hatten wir das nächste Experiment, Wahlbündnis. Das scheitert vielleicht, da fließen jetzt viele Gelder und die Firmen machen das. Jetzt es piepst, ich mache nur kurz rund. Aber das kann sein, dass es scheitert, weil wegen der Kontaktschuld. Weil die Leute sagen, ja, ich weiß ja nicht, welche 200 Gruppierungen später da drin stehen, also mache ich erstmal gar nicht mit. Denn es könnte ja sein, dass dort eine drin ist, die wieder vom Mainstream als böse und schlecht angesehen wird. Und deswegen halte ich mich zurück, halten wir uns zurück und dadurch kommt es gar nicht zu diesem Wahlbündnis. Ja, das halte ich im Kapitalismus für möglich. Ja, und das nächste Experiment, das ist das, woran ich im Moment glaube. Das Wahlbündnis läuft noch. Die Firmen machen das, die haben schon Geld überwiesen bekommen, das läuft. Ne? Ob das klappt, ich kann sein, dass es scheitert. Aber wo ich jetzt die Hoffnung drauf habe, ist, dass man in die GWÖ gehen könnte, dass Öffi und andere in die Gemeinwohlökonomie eintreten könnten oder damit die Termine besuchen könnten und dort dann für die GWÖ-GWO-Diskussion plädieren würden. Das scheitert vielleicht oder vielleicht auch nicht, denn wir haben gar nicht mehr als diese Kette von Experimenten, denn vielleicht hatten wir nie eine Chance gegen den Kapitalismus. Und mein Plädoyer ist, dass ÖFF aus meiner Sicht zu sehr an den gescheiterten Experimenten festhält, anstatt zu den, ja, Mehrschienigkeit, ja, aber vielleicht auch nicht dann, wenn es ein Anhaften an schon gescheiterten Experimenten bedeutet. Also ich gehe immer weiter von Experiment zu Experiment. Der ÖFF bleibt bei all den alten Experimenten und da finde ich, dass viel Energie verloren geht. Also dass wir viel Energie dadurch fehlt, weil ÖFF zum Beispiel das Defikat zum Erfolg bringen will, was aber noch, wenn es keine 10.000 Leute erreicht, ja noch kein Erfolg ist. Ich gebe weiter an den Henning und der muss jetzt aber, jetzt muss ich gucken, was ich mache mit der Technik. Moment. Ich muss jetzt, Henning, ich sag dir dann, wenn du... So, jetzt mache ich Folgendes. In 3 Sekunden, Henning, kannst du loslegen. Ja, danke für das Wort und ich möchte auf Öffi nochmal eingehen, der also meinen Freund André, den Mediator der NATO, angesprochen hat. Deswegen war ich die letzten paar Male nicht dabei, weil er war letzte Woche in Helsinki zur Konferenz, weil also die Finnen und die Schweden angesichts des Ukraine-Krise oder der Ukraine-Krise in Erwägung gezogen haben, in die NATO mit beizutreten. Wobei das wieder ein Paradoxon ist, weil die Finnen selber haben vorgestern ihren 77. Jahrestag gehabt, dass sie den letzten Krieg gegen Russland gewonnen haben und seitdem auch Frieden haben. Und mein Freund hat es also, wie gesagt, wieder hingebogen, dass also das Angebot, mit der NATO eine Hochzeit einzugehen, für die Finnen und für die Schweden erstmal außer Kraft gesetzt worden ist. Und wir arbeiten noch natürlich sehr daran, dass also dieses Paradoxon wieder aufgehoben wird, weil wenn Finnland und Schweden in die NATO eintreten würden, wäre das genau dieses vorteilbringende Irrtum, weil sie würden, oder die beiden Länder würden genauso wie Deutschland im Grunde genommen an den Regeln der NATO zugrunde gehen. Und da gehen wir alle dran zugrunde. Wir müssen uns von diesen Regeln, die keiner Energie bedarf, keine energetischen Regeln sind, sondern eben einfach nur
von Worte erlassenen Regeln sind, die die NATO sich geschaffen hat. Und davon müssen wir oder dürfen wir alle wieder von wegkommen, dass wir unsere eigenen kraftvollen Gesetze in Achtsamkeit der Ehre und Würde machen und im Einklang mit der wirkenden Kraft, die die Bewegung des Lichts mit sich bringt. Aber das bedarf noch etwas mehr Bewusstsein, es bedarf noch etwas mehr Licht, was von oben kommt. Und insofern bin ich aber guter Hoffnung, weil es wird immer mehr Licht werden. Und je mehr Licht kommt, desto mehr finden auch epigenetische Umprogrammierungsprozesse statt, finden Erkenntnisprozesse statt bei den Menschen, so wie bei mir auch. Und bei dem einen etwas eher, bei dem anderen etwas später. Aber die Masse letztendlich, je mehr es werden, werden das neue Zeitalter einleiten. Und dementsprechend auch leben auf dieser Erde. Inwiefern wir uns dann noch an Regelgesetze halten, die wir uns erfunden oder erschaffen haben, als wir diese energielose Zeit hatten. Weil mit der zunehmenden Energie werden wir diese Regeln eigentlich gar nicht mehr brauchen. Genauso wie man leben kann ohne Geld, wie ich es auch schon seit 10 Jahren tue. Es braucht nicht mehr diesen vorteilbringenden Irrtum, wenn man die Erkenntnis hat, wie Leben funktioniert, wie Licht sich bewegt und wie die kraftvollen Gesetze, die Naturgesetze eigentlich agieren. Und das ist meine Botschaft, das ist das, was Wissen, was ich verbreiten möchte oder auf die Erde bringen möchte wieder, um eben diese vorteilbringenden Irrtümer ganz im Einklang mit Dylan und auch mit Öff in dieser Runde mehr Lebensqualität reinzubringen. Und damit möchte ich auch mich von dieser Runde erstmal für heute verabschieden und sage Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Hallo? Ja, jetzt müsste der Öffi gleich dran sein, gell? Denn nach dir kommt ja immer der Öffi dran. Moment. Hört ihr mich schon? Jetzt hören wir. Na super. Also danke den Vorrednern mal wieder und ich mache dann auch so meinen Abschlussbeitrag für heute. 3 Dinge, da mag ich noch drauf eingehen. Also zum einen, Dylan fragte, wie lange es denn da dauern wird. Und also ich weiß es nicht, ich glaube nur, es braucht irgendwie Kipp-Effekte. Und die sind nicht so einfach berechenbar. Aber auf jeden Fall setzen sie voraus, dass die Substanz dessen, was die Veränderung, also der Wandel in der Welt sein soll, dass die eben immer intensiver, immer greifbarer gelebt werden, persönlich und gemeinschaftlich. Wir können Zusatzstrategien, Zwischenstufen, was auch immer uns da ausdenken, Computerspiele und wie auch immer. Aber es muss ja dieses Ziel, worauf wir hinwollen, durch die Zwischenschritte und anderen Mittel erreicht werden. Und je mehr von diesem Ziel schon da ist, desto besser. Und je mehr da ist und ausstrahlungsfähig ist, je mehr die Leute beispielhaft erleben können und gucken können, was es mit ihnen macht, desto mehr, denke ich, besteht da die Hoffnung, dass auch Kipp-Effekte eintreten können. Ja, also das ist der eine Punkt, wie lange. Dann der zweite Punkt, du hast gemeint, ich halte vielleicht zu sehr an den gescheiterten Experimenten fest, statt immer auf die nächsten neuen Versuche mich einzulassen. Also ich lasse mich gerne auch auf die neuen Versuche ja immer mit ein. Bin da, so wie ich mich wahrnehme, auch schon dran. Ne? Also jetzt zum Beispiel wie direkt auch Werbung zu machen für Leute, die für freie Argumentekultur noch nicht offen sind, dass sie vielleicht dann noch für die GWU oder die Wohlfühlstimme offen sein könnten. Also da bin ich überall mit dran. Aber ich sehe nicht, dass ich da an gescheiterten Experimenten festhalte im Sinne von, die Energie geht ins Nichts. Dylan und lieber Henning, die Tatsache, dass wir jetzt hier miteinander so reden können, dass wir sagen, wir wollen da sogar die höchste Stufe, die freie Argumentekultur praktizieren, dass wir im Hintergrund so ein Forum haben, dass wir die Kommuneversuche machen, dass wir dadurch ein Netz, ein Verbündetennetz auch füreinander sind. Also wenn morgen irgendeine schlimme Krise kommt, einem von uns geht es schlecht,
Ich glaube, von all den Experimenten, die wir machen können, sind die Experimente, wo irgendetwas bei rausgekommen ist und übrig bleibt, was uns menschlich trägt. Also, dass wir füreinander dann zum Beispiel da sind, in dem Sinne, dass wir sagen, wir sind Menschen und wir sind Orte, die offen sind füreinander. Also, dass, egal was man für Experimente macht und auf die Nase fällt oder was da scheitert, aber dann hat man immer Boden unter den Füßen, der durch diese Experimente, also wie reifen da Menschen miteinander und auch zueinander und füreinander und wie schaffen sie Orte und Gemeinschaftsprojekte, also das hat, ist ja was Bleibendes, das ist Substanz, die trägt, ne? Also auch trägt, um weitere neue Experimente oder Versuchsraketen zu starten. Ja, und das Dritte, also eine Ebene, wo ich auch eben mitwirken will, ist eben jetzt zum Beispiel die Schenktheorie. Ich finde das ja total faszinierend und es bestätigt ein Stück weit die pessimistischen Äußerungen von Dylan jetzt hier auch heute, dass die Menschen bestimmte Sachen scheinbar gar nicht kapieren oder nicht denken können oder nicht denken wollen. Also zum Beispiel wird in dem Artikel über Schenkökonomie bei Wikipedia wird da gesagt, ja, das mit dem Schenken, da gibt es verschiedene Erklärungen für, was da in den Menschen bei vorgeht. Kann sein, es ist verdeckte Vorteilssuche. Es sieht so aus, als geben sie dann ein Geschenk, aber in Wirklichkeit wollen sie Anerkennung damit oder noch schlimmer, es sind verdeckte, verkappte Profitinteressen, die sie doch in sich haben. Oder es gibt vielleicht eine Schnittmenge. Das Schenken kann eine Schnittmenge sein zwischen Egoismus und Altruismus. Also es gibt einen Bereich, wo das, was ich für mich tue, auch für die anderen gut ist. Ne? Aber ansonsten habe ich außerhalb der Schnittmenge, in dem Bereich des Egoismus, da mache ich was für mich Gutes, aber auf Kosten der anderen. Und vielleicht habe ich irgendwelche Neigungen, auch altruistisch zu sein, da mache ich was für die anderen, auf meine Kosten. Oder wird dann gesagt, man gibt einfach völlig frei von irgendwelchen Gegenleistungserwartungen und so, also das Ideal. Also ich stehe da staunend vor, dass die Vorstellung des, wie ich es nenne, organischen Schenkens eigentlich gar nicht vorkommt, wo diese Identifikation von mir mit meiner Vernunftseele und dadurch dem Sinn der Welt auch, also die Vernunftseele will das im Ganzen für die Welt Sinnvolle, dass das quasi nicht eine Schnittmenge nur ist zwischen Egoismus und Altruismus, sondern dass das die Vereinigung von beiden in etwas Höherem ist, einer höheren Einheit. Ich höre das Piepen, Dankeschön. Also es geht nicht um eine Schnittmenge, es geht um eine gemeinsame, eine zusammengeschmolzene Menge. Oder wenn man es noch so sehen will, ich als Teilmenge der Gesamtmenge der Welt. Und das Schenken ist dann nicht so, dass ich einfach was abgebe und gucke da gar nicht nach, sondern es ist losgelöst von einer direkten Vergeltungsgegenleistung. Es ist aber verbunden mit der Hoffnung, dass alle mitmachen könnten bei einem Fluss des Teilens und liebevollen Schenkens, was sich eben wie in einem Organismus danach richtet, dass alles seinen richtigen Platz und sein richtiges Maß bekommen könne. Das ist sozusagen Gesamtrechnung statt Splitterrechnung. Aber bei der Beschreibung in dem Artikel, was die sich so vorstellen können, was das für Motive sind, die Menschen bewegen, kommt das gar nicht vor, diese aus meiner Sicht sinnvollste Form der Schenkmotivation, die im Ganzen sinnvolle Form. Es wäre wert, vielleicht da irgendwie, ich bin beim Überlegen, ein paar Sätze vielleicht zu formulieren, sodass irgendjemand, wo es auch nicht dann gleich weggelöscht wird, wieder das in den Schenkökonomie-Artikel mit reinbringen könnte. Okay, aber auch das ist eine Ebene, auf der ich mir da Gedanken mache und versuche zu wirken. Und ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Also von meiner Seite aus, ne, Umarmung schon mal für euch, meine Gesprächsteilnehmer und alle Zuschauer, die sich darüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ja, ich versuche jetzt nur noch die allerwichtigsten Punkte zu sagen. Also öff, in dem Wandelgespräche Faden so ab Seite 8 und 9. Seiten 8 und 9 habe ich ein ganzes Feuerwerk von Argumenten, die alle das Ziel haben, dich zu überzeugen, dass eigentlich der Energieeinsatz bei der Förderung der GWÖ-GWO-Diskussion aus meiner Sicht im Moment das Zielführende ist. Denn ich verstehe Wissenschaft so, dass ich also Experimente mache, dann scheitern diese Experimente oder bringen keinen
realpolitischen oder realrealistischen Durchbruch und dann muss ich daraus lernen und dann zum nächsten Experiment gehen. Und nicht zum Beispiel die Tatsache, dass wir hier zum Beispiel in den Talks montags und Dings also circa 4 bis maximal 5 Leute oft sind. Das ist aber so, das tauscht sich immer aus. Wir hatten den Thomas da, wir hatten den Louis da, wir hatten früher den Südamerikaner da und jetzt haben wir den Henning da und so. Aber das ist, es werden nie aus 4 40, sondern es bleiben irgendwo immer 4. Auch im Schriftlichen, da haben wir jetzt den Jannik Schenker, aber dafür haben wir wieder andere nicht mehr. Die Gela schreibt nicht mehr und so weiter und die Antonia schreibt nicht mehr. Und so haben wir überall immer nur einen Austausch an Leuten und dass ich dabei bin. Das liegt eben daran, dass ich ja diese Ausnahmeausbildung habe in der Naturwissenschaft, die automatisch Richtung Frack geht und automatisch die Frack für wertvoll hält. Ja? Aber das, da bin ich bin ja einer von Millionen und Abermillionen von Wissenschaftlern, ja? Der so denkt. Ja? Sogar unsere Professoren ziehen nicht mit. Der Professor Wallach, der war ja auch irgendwo Teil woanders und war nicht fasziniert von der Frack und wollte hat nicht sich gemeldet, die gerne zu wiederholen und so weiter. Ne? Also und Öffi, also lies dieses Seiten 8 und 9 vom Wandelbündnis, da habe ich ganz viele Argumente. Ich werde jetzt nur noch eins davon bringen. Ach, vielleicht erst nochmal das Argument, ja, die Marktwirtschaft ist eben nicht kooperativ und das ist ja so schlimm. Das Schlimme an der Marktwirtschaft ist ja, dass sie Profite auf Kosten der Menschen und gegen die Menschen größere Profite erlaubt als mit den Menschen. Und die GWO ist halt ein kooperatives System, wo der Egoismus zu Gewinnen führt, aber nur, wenn ich den anderen größtmöglichen Nutzen gegeben habe. Das heißt, ich muss den anderen Nutzen geben, um in der GWÖ überhaupt wirtschaftlich überleben zu können. Und damit ist das quasi erstmal die Stufe der Kooperation überhaupt zu erreichen, denn die Marktwirtschaft ist ein nicht kooperatives System. Ja, und dann wollte ich nur noch zum Schluss jetzt, weil mir das für heute nochmal wichtig ist, nochmal vorlesen, den Punkt 1 wenigstens meiner 11 Argumente. Ne? Der kapitalistisch Deformierte ist nicht gewinnbar für freie Argumentekultur. Frag. Er ist nicht gewinnbar für Wahrheiten und für radikalen, sofortigen Verzicht auf Suchtmittel wie Geld, Macht, Besitz und Konsum ist er nicht gewinnbar. Denn Süchte können immer nur abfallen, das wissen wir aus der Forschung, wenn vorher größeres Glück schon erlebt wurde. Und genau das werden wir nie leisten können, weil jeder Einzelne die große glückliche Kommune erst sehen und spüren will, bevor er mitmacht. Jetzt weiß ich nicht, ob man mich auch hört, die Maus läuft nicht mehr. Ja? Weil jeder Einzelne die große Kommune eben erst erspüren will, bevor er mitmacht. Und deswegen gelingen nur kapitalistische Zweck-WGs, weil man da kriegt man schnell viele Leute zusammen. Ne? Warum? Also deswegen halte ich halt diese GWÖ-GWO-Diskussion für unsere einzige jetzt noch ausstehende Experiment, ob das dann auch wieder scheitert, weil am Ende der Kapitalismus grundsätzlich zu stark für uns alle ist. Keine Ahnung. Das kann gut sein. Ja, so. Aber wie gesagt, im Forum, Seite 8 und 9 der Wandelgespräche, ganz viele Argumente. Henning hat ja auch dort schon mal geschrieben. Und dann gebe ich weiter. Moment, ich hoffe, dass ich weiß nicht, was mit meinem. Ach, die Maus, die Batterie ist alle, daran liegt's. Moment, jetzt muss ich gucken, dass es wieder angeht, sonst kann ich nichts machen, Henning. Ich kann dich sonst nämlich nicht richtig anstellen. So, jetzt läuft die Maus mal wieder ein paar Sekunden. Henning, wo ist er? So, Henning, in 3 Sekunden kannst du deinen Schlussbeitrag starten. Ja, danke für das Wort. Und ich möchte nochmal als Argument einfach nur anbringen, um das, was also passiert, dass also mehr Energie auf die Erde kommt, ist ein Zeichen dafür, dass auch der Kapitalismus seinen Niedergang erfahren wird. Und wir sehen es ja eigentlich auch überall, dass der Kapitalismus
kaputt gemacht wird, dass Geschäfte kaputt gemacht werden, alleine schon in der Corona-Krise seit 2 Jahren und auch schon davor. Es ist einfach so, dass also die Energie des Lebens immer einem fiktiven, energielosen Geldwert gegenübersteht. Und dieses Erkennen oder zu erkennen, dass also dieser fiktive Geldwert, was also in Preisfindung immer nur erschaffen wird, egal ob das jetzt jemand ist, der einen Preis für ein Produkt oder einen Aufpreis für ein Produkt, was er gekauft oder produziert hat, verkauft, oder jede Preisfindung, selbst ein Kredit